Mein Name ist Daniel P. Und meiner Mittelmachen Master. Und wir begrüßen euch zurück zu Let's Play Luigi's Mansion 3. Ja. Nee. Wir haben uns hier so einen kleinen Lichtkampf gegönnt. Ja. Und ich habe gewonnen. Ach, was? Und wir sind hier stehen geblieben in der 10. Etage. Ne? Zieh mal bitte an dem Hebel. Das ist ein Sänger. Das ist ein Mikrofon. Oh. Hey, das ist nicht dein Ernst. I say hey, what's going on? Oh Mann, ey. And he prays. Oh my God, I pray. Ich hab mal Licht angemacht. Wenn man da immer ist. Ja. Was doch? Guck mal da, du bist hier zugefächelt, ey. Das ist alles voll teuer hier, was wir kaputt machen, aber. Aber scheiß drauf, ne? Ja. Ach was, das kann man neu kaufen. Oh. Oh. Oh Gott. Oh, da ist ja gar nichts mehr drin, weil ich die schon ausgeholt habe. Nein! Da ist doch noch eine Münze. Sau. Was ist ja? Dann müssen wir hier mit dem Tut endlich Armut machen. Oh. Das ist Kleopageist. Wow. Was geht? Au, mein Rücken. Oh Gott, das hat weh. Oh. Hart. Oh, Kinnickbruch. Okay. Ich muss schon spinnen gehen. Ja, ruf mich genau jetzt an, danke. Louis, kannst du mich... Ich konnte plötzlich nichts mehr empfangen. Gibt's Probleme? Louis. Du bist in eine Treibsandfalle geraten. Solche Fallen sind Klassiker in Pyramiden. Luigi, du musst einen Weg daraus finden. Und Vorsicht vor weiteren Fallen. Also. Hallo. Mal die Spinntöten, das hat... Aua! Warte! Das ist Wagen. Ja. Natürlich gibt's ja auch Schlangen. Nein, lass dich am besten nicht von den Schlangen beißen, sonst verlierst du weiter Energie. Weil diese Schlangen sind giftig. Ich soll mich nicht von Gegnern treffen lassen, als. Ja, du sollst dich einfach nur nicht von Schlangen beißen lassen. Lass dich einfach nicht von Schlangen beißen und alles ist cool. Meinen Sänger hier aktivieren. Ja, warum machst du? Du so einen Schalter umschalten, dann kommt auf einmal so das Lied. Ja, genau. Das können Könntest du da nicht rein editieren? Soll ich machen. Mach das mal. Es gibt einen Ausweg. Ja, man tut einfach immer wieder saugen. Nein, nicht saugen. Pusten. Das nein, wir. Saugen. Nein, pusten. Nein, saugen. Nein, pusten. Okay, pusten. Entensaison. Nein. Ja. Hasensaison. Nein, Entensaison, Feuer! Wir den Clip so geil. Ich habe ihn mir zwar auf Englisch angesehen und ich finde es auf Englisch ein bisschen cooler. Okay, weiß ich gar nicht. Ich habe ihn nicht gesehen auf Englisch. Na, ich finde es halt nur auf Englisch. Hier, Duck Season, Rabbit Season. I say, it's Duck Season, Fire! Boom! Ne. Boah. Ne. 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 Du brauchst mehr Sand. Ich könnte doch eigentlich warten, ne? So. Hallo. Ah. Ne? Was? Spinne. Sie sind deine größten. Oh. Ich übernehme das. Geh mal vor. Hä? Was ist das? Hallo? Was soll denn das? Warum schießen sie denn so? Okay, cool.
Gut gemacht. Oh Gott. Gruselig, ne? Das ist ja ekelhaft. Ekelhaft. Ja, das ist eine gute Idee, genau. Hey. Wow. Da oben ist eine Tür. Vielleicht führt ja von dort ein Weg nach draußen. Du musst irgendwie zu dieser Tür gelangen, Luigi. Aber wie? Die könnte doch überall hin führen, Mann. Ich hoffe. Mumien! Ah, gruselig! Geh weg. Alter, ich war eins von diesen russischen Puppen hier gefunden. Matroschka oder wie auch immer die heißt. Matroschka. Ah! Das ist ein Juwelgeist, der muss besiegt werden. Bring ihn um. Nimm das, Mumie. Verdammt. Huja! Ich kümmere mich um die Mumie. Während du den Edelstein sammelst. Auf zu feiern und kämpft gegen ihn. Ich werde dich jetzt auseinanderwickeln. Mal sehen, was du wirklich bist. Oh. Das war ein Geist, natürlich. Natürlich. Bonk. Warte, ich habe gerade was eingesaugt. Hi. Oh. Aha. Du siehst echt gut aus. Wusstest du eigentlich schon, dass jetzt mittlerweile der fünfte Part schon auf Englisch läuft? No. Ja. Tut er. Ich guck mir aber auch nicht in Englisch. Hm. Oh mein Gott! Ah. Das ist ja genauso wie wenn ich nach Hause komme. Was? Du wirst dann auch immer von riesigen Felsbrocken verfolgt, die wie ein Buhu aufs Hin gejagt? Ich gehe im Buhu, aber ja. Was soll denn das jetzt? Oh, da ist was. Oh Gott. Oh Gott. Hundi! Willst du denn? Willst du mir sagen, du machst mal ausnahmsweise was? Ja, die Katze kaputt gemacht! Wie kannst du es machen? Katzen sind so cool. Das hätten wir auch geschafft. Hm. Ich würde da weggehen! Ja. Meine Stimme gibt mir super Stärke. Ja, my voice gives me super strength. Holy shit, it actually does work. Du hast es also tatsächlich eigentlich mal gesehen, ne? Ich habe schon lange gesehen, ey. Ich dachte, das hättest du noch nicht gesehen. Habe schon gesehen, bevor ich Dragon Ball Z Bridge gesehen habe. Ne? Und da hast du, ja, bald beginnt ja eigentlich die fünfte Season von Yu-Gi-Oh! Abridged. Na, bald. Nächstes Jahr, irgendwann, glaube ich. Nee, Dezember, hat er gesagt. Ah, okay. Oh. Und irgendwie was auf Facebook gesehen, so Two and a Half Saiyans irgendwie. Ja, das war. Ja, Two and a Half Saiyans, ja, das habe ich auch gesehen. Habe ich auf YouTube gesehen von Team Forster. Ah, Gott. Okay, bist du bereit? Wir sollten reingehen. Ah. Was ist denn jetzt schon wieder los, Mann? Fallen, ja. In Pyramiden? Wir sollten uns jetzt beeilen. Der Raum ist jetzt giftig. Das heißt, du könntest darin sterben. Boah. Eine Runde muss ins Eckige rein. Bald dann. Komm auf. Quadrat, da kommt hier. Aua. Siehst du verlierst ständig Energie. Ich schaff das schon. Ich sterbe. Nee. Aber du bist schon einmal gestorben. Nicht mal annähernd das Ding getroffen, aber okay.
Erinnert mich irgendwie an die eine Situation in Super Mario 64, wo man in dieses Labyrinth gegangen ist. Oh. Mama, hab ich nicht getroffen. Ja. Aus irgendeinem Grund ist das Gift jetzt aus meinem Körper draußen. Ja. So funktioniert Gift. Ja, genau. So nicht anders. Jetzt werde ich wieder fast voll. Nee. Boah. Oh, das soll sich mitnehmen. Nein, Herzchen, Herzchen. Herzchen. Geld, 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 Geld. Ich hoffe, du editierst es rein, ey. Da bin ich wahrscheinlich zu faul für. Bitte mach es. Mach es einfach. Weil ich will das dann mega abfeiern. Ah. Ja. Na dann mal los. Aber warte mal eben. Guck mal da, ich hab was in der Hand. Sieh es an. Was denn da rein? Da. Passt. Schön. Aber ich komme nicht. Aua. Aus dem voll Geld raus. Unendlich. Boah, hat er gerade mich eingesucht? Nein. Das sah irgendwie so. Ach, deswegen kommt so viel Geld aus dem Haus. Boah. So viel Geld. Das ist doch genau das, was wir immer wollten. Toll, ich hätte auch gern Geist, der mir jedes Mal Geld gibt. Cool. Okay, jetzt können wir weiter. Ja, jetzt können wir wirklich weiter. Was ist hier schon wieder los? Aber da ist man. So, wohin jetzt? Da warten wir noch nicht. Ja, wir müssen sowieso in alle Räume rein. Warte, bevor du das startest. Oh, wie? Ja, wir müssen nämlich mit Hilfe des Goldes müssen wir das schaffen. Aber warte mal, bevor wir das machen. Warte, warte. Oh, ich bin ein bisschen später. Wieso ich welche machen muss? Bis jetzt. Hm, wollen wir sehen, ob wir das Richtige haben. Zu schwer. Also. Au! Haben wir jetzt genug? Yeah! Das ist jetzt so schwer wie ein Krokodil. Oh Mann! Wir sollten uns jetzt beeilen. Ja, das ist immer noch Krokodil. Das ist zu schwer. Au! Ich nehme mal die Base raus. Ich glaube, wir brauchen nur einen Goldbahn runternehmen. Okay. War der jetzt da drauf oder nicht? Warte, drück drauf! Ja. Easy peasy breezy. Okay, jetzt müssen wir mehr drauf tun. Reicht das? Ah, nicht ganz. Nee, au! Oh. Mach jetzt mal.
zu viel. Was? Wie jetzt? Die Vase muss runter. Nein, nicht du. Nein, nicht du. Nein, nicht du. Wo würde ich alles andere? So, die Vase runter. Die Vase ist noch drauf. Geh weg. Und geh du drauf. Ja. Oh. Phew. Das war knapp. Mann, ey. Bei dieser Mission könnte man wirklich Panik schieben, ey. Findest du nicht auch? Ja. Meine, über dir ist eine Decke voller Stacheln. Du musst schnell herausfinden, wie viel Zeug das alles wiegen muss. Was, das ist doch verrückt! Da ist unser Ausgang. Ja. Ich meine, dass hier sogar ein Juwel ist. Joink. 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 Oh, Wüterich im ersten Anlauf zerstört. Ah, schön. Schön, wir haben eine Spezialherausforderung abgeschlossen. Ich weiß, dass hier irgendwo noch so... Ah, guck mal da! Da! Wo da? Hui! Yep. Da. Das ist noch so ein Gullideckel gewesen. Ah, aufmachen. Ah! Hoho! Jetzt ein Juwel! Da kommen wir ja raus. Bye, bye. Da können wir ja raus hier. Nee, wir sind hier leider noch gefangen. Ah! Mumien! Unser größter Albtraum. Oh, hast du dich auch schon mal irgendwie geträumt, von einer Mumie verfolgt zu werden? Allgemein ein sehr merkwürdiger Traum. Ja, was war denn dein merkwürdigster Traum? Also nicht, der kommt schon irgendwie nah ran. Ah! Der kommt nah ran, von der Mumie verfolgt zu werden? Ja, mal geträumt, hat zwei Köpfe. Hast du dann einen fröhlichen Kopf und einen traurigen Kopf? Weiß nicht. Jedenfalls habe ich meine Mutter da angesprochen in diesem Traum, die hat gesagt, das ist ganz normal. Was? Das ist ganz normal? Das ist ganz normal, wenn du zwei Köpfe hast? Ja. Was? Das finde ich aber nicht normal. Was? Da ist irgendwas. HP. Ein Knuddler, glaube ich. Ja, ein Knuddler. Alter, was sind denn da für Wellen, die Arsch haben? Hier geblieben. Hier ist auch Out ran. Oder nicht? Ich hab sie nicht. Doof. Hier läuft irgendwo noch so. Da hinten. Also, Mumie. Hier müssen wir schon. Die schnappen wir uns. Das ist ja umgefallen. Wie ein nasser Sack Kartoffeln. Was? Hat doch angezogen. Zieh ran! Ah! Alter, geht's hier ab. Da! Ich hab ihn! Ich hab's geschafft. Du stehst gerade. Au! Au! Ah. Moment mal, ich spüre gar keinen Schmerz. Ich spüre doch gar keinen Schmerz. Ich bin doch immer wieder. Ich komme doch immer wieder. Oh. Aber die Schlangen. Ja. Oder Kobras. Warte, Kobras sind Schlangen. Ja, aua. Nein, aber weißt du denn, was die größte Schlange der Welt ist? Anaconda, glaube ich. Richtig. Da hast du ganz gut aufgepasst. Oh. Mehr Schlange. Was hier? Aua! In meinen Kopf! Ah! Hilfe! Ja, du sollst... Sie ist in meinem Genick! Sie sind in meinem Genick! Sie sind in deinem Genick! Ja, passiert dir mal ein Missgeschick? Ja, da hilft doch kein Gestöhne! Und dann brichst du dir hin und wieder mal das Genick! Dann kommt immer wieder Neusand, boah! Ja, da kommt immer wieder Neusand raus! Aua! Erstmal sollst du die Schlange loswerden, weil sonst beißt sie dir in dein Genick. Das musst du auch wehtun!
Und die auch immer wieder neu oder was? Ich weiß ja, ob die Schlangen neu spawnen. Das habe ich nie herausgefunden. Und ich habe sie einfach, so schnell erledigt. Na, wir brauchen mehr Sand. Mehr Sand. So. Hey. Diese Pyramides, nee, Ägypter meine ich. Diese Ägypter, ey. So, wir müssen jetzt alle Schalter hier aktivieren, und zwar bevor uns die Decke auf den Kopf fällt. Ach, wat. Das ist mir schon passiert. Mir ist schon die Decke auf den Kopf gefallen. Wat? Schnell, bau irgendwo anders hin. Ich nehme das hier. Geh du nach oben links. Ich kümmere mich hier rum. Muss ich erstmal gucken, was wir überhaupt hier machen müssen. Wir müssen einfach nur den Sand dahin schieben und dann das hier machen. Das war's. Weil nämlich diese Laser verbrennen nämlich die Ketten. Ja, das habe ich gesehen. Und wenn die Ketten brechen, fällt die Decke einfach auch auf uns drauf und dann sind wir tot. Das ist schon ägyptische Technologie. Ja. Die auch immer die hat vor Tausenden von Jahren gemacht haben. Ja. Ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben. Vielleicht könnt ihr es uns ja sagen. Aua. Na, vielleicht sind hier ja unter uns ja ein paar Archäologen unterwegs. Wer weiß das schon? Oh, yes. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. Ich kann nicht am Hebel ziehen. Na. No. Ich hoffe, du editierst es rein. Mal schauen. Bitte mach es. Ich bin wahrscheinlich zu faul dafür. Bitte mach es. Auch wenn du zu faul und so faul bist, mach es bitte trotzdem. Das wäre so unfassbar witzig. Okay. Ich denke mal, es wird jetzt langsam Zeit zu verschwinden. Also Hauptsache hier alles voll die altertümliche Technologie und dann so eine normale Türklinke irgendwie. Ja, an der Tür. Was ist das denn? So, jetzt müssen wir warten. Oh, gut. Ich will uns mal hier beschäftigen für ein paar Minuten. Ja, Sekunden, sag ich mal. Oh ja. Oh ja. Oh, den habe ich einfach weggeschnorrt. Ja, du Schnorrer, ey. Oh Gott. Ist ein Dicken. Wie kommt denn so ein Dicken hier rein? Was? Ich habe ihn. Ich hatte ihn. War ein Knudler. Und damit geht das dann auch ein bisschen weg. Ja. Guck mal, du nicht im Dicken, ich habe hier den Knuddler. Der will, möchte doch mit mir nur knuddeln. Gib mir deinen Hintern. Ja, zusammen. Alter. Alter. Bup. Oder schon recht da. Hier ist noch irgendwas. Da, hier. Den ich schon so gut bearbeitet habe. Hm? Ah. Ich denke, wir sollten jetzt mal langsam verschwinden. Dann gehen wir mal da rein. Oh Gott. Oh Gott. Aua. Ich glaube, ich bin gerade gestorben, ey. Ich hab keine Ahnung wieso. Ich dachte, du stirbst nicht. Natürlich sterbe ich nicht. Ich komme immer wieder. Ich kann nicht zerstört werden. Oben, rechts, oben. Unten, rechts, hm? Links. Unten. Was hast du gemacht? Gar nichts. Lauf. Ich fahre wieder weiter. Ich glaube auch nicht, dass wir von der Wand zerquetscht werden müssen. Oh mein Gott. Moment. Ich habe überlebt. Gut gemacht. Moment, ich habe auch überlebt. Jetzt, weil, wie ihr alle wisst, ich kann noch gar nicht sterben. Ist wahrscheinlich immer ein ganz neuer Luigi. Nee, ich bin immer derselbe. Nein. Doch. Oh, Fackel. Guck mal da, das bist doch du! Geil.
Ah, meine Fackel. Hey. Da ist ja die Cleopatra. Cleopatra? Was? Cleopatra. Wie viele Minuten haben wir jetzt eigentlich? Wir haben 25. Meinst du, wir schaffen den Bus noch oder sollen wir den beim nächsten Mal machen? Ich würde sagen, wir machen ihn beim nächsten Mal. Ich würde sagen, wir machen ihn jetzt. Okay, ganz schnell. Okay, alles klar. Der Kampf in der Wüste beginnt. Und ein Stern im Himmel. Wow. Er sah wie in Aladdin. Wie in Aladdin? In dieser Wunderhöhle. In dieser Wunderhöhle? Ah, jetzt ist die Medusa. Einige Sachen machen hier irgendwie nicht so viel Sinn. Aber egal. Hilf mir einfach mit dem Sand aufzusaugen. Ja. Das macht doch gar keinen Sinn. Ich bin einfach in die Sandburg reingerannt. Die ist kaputt, ja. Boah. Gehen irgendwie gar nicht auf mich los, die Schlangen. Oh Gott. Warum bewege ich mich denn so langsam, Mann? Hilf mir! So, ich dachte, wir müssen die Schlangen irgendwie dazu bringen. Nein. Aua! Die mich weggeboxt. Ich hab sie! Ich hab sie! Ich hab sie auch. Das ist meine Olle. Nein, das ist meine Olle. Na, was wäre, wenn sie wohl noch lebendig wäre? Ja. Ne? Wäre sie dann auch eine Cleopatra? Ja. Ah! Eine Faust aus Stahl! Aua! Das war eine Faust aus Stahlsand. Ne? Ja. Aus Stahlsand. Ja. Sie war so. Oh Gott. Sie sah so aus wie eine Faust aus Sand, war aber dann eine Faust aus Stahl. Hilf mir! Geil. Ich muss am Leben bleiben, Herzchen und so. Ich hab sie! Ja, da bin ich sie wieder. Nein, jetzt hast du sie entkommen lassen. Nein, du hast sie entkommen lassen, ey. Warum prügelst du ja auch nicht in den Boden? Ich wollte ihr ein bisschen mehr Energie abziehen, damit wir vielleicht in der dritte Phase überspringen können. Ich will aber die dritte Phase sehen. Nein! Na, ah, aua. Faust auf Stahl. Ah! Nein, nicht schon wieder ich. Ja doch, schon wieder du. Ah. Ja, jetzt kommt die Riesenfaust. Und jetzt kommt die Riesenfaust. Aua. Die ist genau bei mir aufgetaucht. Was so? Ui. Wow. Ui. Ja, ich prüfe dich gerade auf. Oh Gott, hast du ja gesehen, was mit dem Gesicht passiert ist? Nein. Was ist denn damit passiert? So, da merkt mich auch. Gib mir das Herzchen. Ja. Oh ja. Oh ja. Au. Und jetzt kommt die Riesenfaust. Hau! Was ist mit der? Keine Ahnung. Ja. Und dann das! Oh, hast du gesehen, wie sie sich noch ganz stilvoll und zur Ruhe gesetzt hat? Ja. Das war ziemlich stilvoll. Oh yeah. Ich hab's geschafft. Da-da! Gut. Mal zurück zum Aufzug. Ja, und dann können wir den Part auch beenden. Ja. Also schön. Ja.
Knopf. Haben wir eigentlich alle, wir haben alle Dinge uns, ne? Ja. Einfach da durch. Dann machen wir hier den Schalter rein, ohne dass uns irgendwas stört. Und dann geht's weiter. Im nächsten Part. Richtig. In die 11. Etage. Wow. Oh yeah. Ja, gut. Ja. Welt der Wunder. Das sehen wir dann im nächsten Part. Ja. Wer ist da? Ist Luigi's Mansion 3. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.